Wir sind zurück hier bei Wormholes mit Testkammer Nummer 13. Jetzt, wo du alle Elemente kennst, die ich hier in dieser Firma finden konnte, kann ich alles zusammen dir als Test präsentieren. Okay, also jetzt haben wir tatsächlich alles gesehen, was es hier gibt, zumindest scheinbar. Okay, interessant. Ich bin jetzt in einer neuen Aufnahmesession. Ich hoffe, ich kann mich an alles erinnern, was es hier gab. Oh, ah, okay. Also, auf jeden Fall sollten wir hier in diesem Test dann alles finden, was es bisher so, gab. Oder wahrscheinlich auch insgesamt. Okay, ich sehe einen Cube. Was macht das? Aha. Das öffnet uns diese Türe. Gut, ich schätze mal, da können wir mit richtig viel Speed schon mal reinlaufen. Das ist schon mal eine gute Sache, ne? Dann schauen wir doch mal, ob wir da auch irgendwie weiterkommen können. Vielleicht einfach hier hin. Wir probieren es mal. Boah, fuck, das wollte ich gar nicht. Das hat mich voll reingeslidet. Jetzt, wo du alle Elemente kennst, die ich hier in dieser Firma finden konnte, kann ich alles zusammen dir als Test präsentieren. So, nochmal. Ich wollte eigentlich so... Bäm! Wo bin ich? Okay, es hat auf jeden Fall funktioniert, glaube ich. Oder? Ich glaube schon. Ich wollte hier, glaube ich, eigentlich gar nicht hin, aber ich wusste nicht, dass hier oben ein Block ist. Ah, das hätte man durch das Glas sehen können. Sehr fies versteckt. Aber gut. Ich meine, da kann ich nämlich das machen. Wie gesagt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also, ja, perfekt eigentlich. Weil jetzt können wir hier nämlich rüber speeden bestimmt. Ja. Okay, perfekt. Ja, dann haben wir es doch schon fast, oder nicht? Da muss ich noch den Cube rüberbringen, das machen wir jetzt gleich mal. Zack, da ist er. Komm her, kleiner Cube. So, jetzt. So, sind wir drüben und können den Cube da drauflegen. Um nochmal auf deine Daten zurückzukommen. Da geht's auf, ja. Wie wär's, wenn wir dem Jobcenter und der Arbeitsagentur eine Nachricht schreiben, dass du einen Job als Testsubjekt für Exile Electronics Testmanagement gefunden hast? Nein, als Maul, ich komme hier raus. Aber die Musik ist gerade voll cool, übrigens. Ich hoffe, sie ändert sich jetzt nicht. Aber wird sie wahrscheinlich. Ich meine, ja. Was hast du denn groß zu verlieren? Laut deinen Familiendaten bist du sowieso ein Einzelkind und deine Eltern sind ins Au- Applaus für mich. Gut gemacht. Ich meine, was hast du denn groß zu verlieren? Laut deinen Familiendaten bist du sowieso ein Einzelkind und deine Eltern sind ins Ausland ausgewandert. Da wäre für keinen ein großer Verlust, falls du mal in einem Test versagen solltest. Dazu wärst du auch keine Last mehr für den Staat. Ja, toll. Oh, die Musik, die jetzt kommt, die finde ich richtig geil. Das ist diese aus Opposite Zeit, glaube ich. Oder halt irgendwie so eine Variante davon. Und die finde ich so gut. Das ist bisher mein Lieblingstrack von der Map. Übelst nice. Passt auch voll gut rein, finde ich. Okay, dann schauen wir doch mal. Gib Gas, Mann, und zack, scheiße, das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht, ich muss mir jetzt immer das Gelaber von der anhören. Ja, halt die Fresse, Mann. Zu verlieren. Laut deinen Familiendaten vielleicht einfach hier. Und deine Eltern sind ins Ausland ausgewandert. Da wäre für keinen ein großer Verlust, falls du mal... Nee, das hat auch nicht funktioniert. Damit. Ich probiere halt ein paar Sachen aus, man stirbt jetzt halt immer. Was hast du denn groß zu verlieren? Laut deinen Familiendaten bist du sowieso ein Einzelkind und deine Eltern sind ins Ausland ausgewandert. Da wäre für keinen ein großer Verlust, falls du mal in einem Test versagen solltest. Dazu wärst du auch keine Last mehr. Jetzt halt die Fresse, Mann, ich will reden. So, also geht doch. Die Frage ist... Wie kriegen wir das sonst hin? Also, wenn ich hier Speed aufsammle, es hat nicht gereicht. Ich bin in die Lava gefallen. Das heißt, wir müssen irgendwie noch mehr. Also, wir haben nicht viele Möglichkeiten tatsächlich, oder? Sehe ich was falsch? Wir haben diese Wand, aber das reicht nie und nimmer, um darüber zu kommen. Das haben wir probiert. Und wir haben eigentlich nur diese Schräge und die hat auch nicht gereicht. Müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Denn wie sieht's denn damit aus? Wie hoch schleudert mich das eigentlich? Ups. Ja, also ich probier's nochmal.
Das steuert einen schon hoch eigentlich, ne? Aber es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Warte, wenn ich schräg laufe, kann ich doch mehr Speed aufbauen. Vielleicht probieren wir es so mal. Hör auf. Ich glaube, das geht schon. Ich glaube, es geht schon. Ich probiere es jetzt ein paar Mal, weil ich glaube, das geht so. Ich meine, was hast du denn groß zu verlieren? Laut deinen Familiendaten bist du sowieso ein Einzelkind und deine Eltern sind ins Ausland ausgewandert. Da wäre für keinen ein großer Verlust, falls du mal in einem Test versagen solltest. Dazu wärst du auch keine Last mehr für den Staat. Doch, es geht. Ich wusste, es geht. Okay. Bisschen fies, weil man halt instant stirbt. Aber es geht. Okay, sehr gut. Dann war die Idee schon richtig. So, ich hätte jetzt auch keine Ahnung gehabt, was ich sonst machen soll. Deswegen, ja. Aber es hat jetzt funktioniert. Sehr gut. Ah, okay. Interessant. Das geht nicht durch diese Dinger durch. Mhm. Okay, das ist wirklich nice to know. So, ich weiß, was wir machen müssen. Wartet mal. Jetzt muss ich nur kurz schauen, dass ich keinen Fehler mache. Genau. Ich gehe jetzt hier rein und jetzt kann ich nämlich das blaue Portal da dran schießen. Aha. Und jetzt kann ich mit dem Speeding darüber und dann bin ich hoffentlich in dieser blauen Linie drin, ne? Und es funktioniert. Oder ich sterbe, aber nein, es hat funktioniert. Geil! Cooler Test. Nette Idee. Ich habe mal über meine vorherige Aussage nachgedacht. Und ich finde, dass ich komplett recht habe. Wenn du zu uns kommen willst, dann stehe dir Tür und Tor offen. Nee, du, ich stehe nicht so drauf von irgendwelchen kranken Tests. Vor allem, was habe ich davon? Ich meine, da bin ich halt drin, habe auch irgendwelche Tests, die sind zwar ganz witzig, aber wenn man immer mit der Gefahr dabei drauf zu gehen, ist, glaube ich, nicht so cool. Also, nee, du, danke. Ich kann nicht lügen, Janine. Du bist wirklich hochbegabt, wenn es um Physik, Wissenschaft geht. Zudem bist du auch schön ruhig und jammerst nicht permanent rum. Aber wenn du nicht willst, dann kann ich da nichts machen. Ja, sag ich doch, ich will nicht. Bitch. Okay, wir brauchen hier wahrscheinlich wieder einen Cube oder sowas. Wir haben hier wieder diese Ventilatoren. Schauen wir doch erstmal, was sich hier so befindet. Aha, eine Brücke. Das ist schon mal eine gute Sache eigentlich. Irgendwie, wenn man da diese Brücken hat, da kann man die Portale manchmal nicht platzieren, oder? Okay. muss halt erstmal wieder irgendwie hochkommen. Ah, wahrscheinlich muss man hochkommen und sich danach immer so hochbauen, schätze ich mal. Probieren wir das doch mal. Bam. Ja, okay. Oder wir machen es halt dahin. Dann klappt's auch. So. Und ich schätze mal, wir müssen jetzt von hier aus immer uns den Weg bauen. Muss ich nur noch denken, welches Portal ist gelbe, müssen wir verschieben. Weil sonst fallen wir runter, das wollen wir natürlich nicht. Ups, das war vielleicht schon ein bisschen zu tief. Oh, knapp. Ich bin extra so ein bisschen gesprungen. So, und jetzt können wir wahrscheinlich hier die Brücke bauen. Was? Nein, ach scheiße, die ziehen ja nach oben. Ah, oh, ich Idiot. Ich kann nicht lügen, Janine. Du bist wirklich hochbegabt. Ja, hat man gesehen. Nee, aber das kann ich kurz raus. So, da sind wir wieder, Leute. Natürlich muss man die Brücke da nach oben machen, damit man nicht da reingezogen wird. Ja. Habe ich ein bisschen falsch gedacht. Ich habe gedacht, die Dinger ziehen mich nach unten oder so. Zudem, wenn so du klappt's. Nicht willst, muss ich dementsprechende Maßnahmen ergreifen. Eine mir so einer Begabung kann ich nicht einfach der offenen Welt bereitgestellt lassen. Ach, das kannst du schon machen. Würde ich dich einfach so gehen lassen, dann könnten Futura Foundation Abklatschfirmen wieder für Menschenforschung nutzen. Das wäre eine Katastrophe, wenn sich diese Art der Forschung dann durchsetzt. Dann wäre meine komplette Forschung und Daseinsberechtigung wieder bedroht. Finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. So, warte mal. Okay. Ah ja, wir haben ja diesen Standard-Trick mit den Cubes. Nicht mit den Cubes, sondern mit diesem Rennen-Zeug. Irgendwas.
Wir probieren mal wieder aus, ob es klappt. Hat das nicht geklappt? Ich glaube, das klappt eigentlich schon. Ich probiere es nochmal. Ja, eigentlich klappt es. Also manchmal klappt es irgendwie nicht. Deswegen bin ich auch vorhin in der Lava gestorben. Aber eigentlich reicht es aus. Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt den Cube. Was machen wir denn mit dem? Lass mich mal gucken. Aha, der kommt da hoch. Okay. Was ich jetzt frage ist, gibt es diese 25 Testkammern und gibt es dann nochmal 25? Oh, also insgesamt dann quasi 75. Was ist jetzt passiert? Okay, jetzt ist der Exit aufgegangen. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Jetzt müssen wir nur noch, ah ja, ich dachte mir schon, eine Brücke bauen. Und die kriegen wir aber ziemlich gut geschenkt. Ja, das ist jetzt nicht schwer. Okay, cool. Da haben wir den auch geschafft. Es ist sehr schade um dich, denn gute Testsubjekte zu finden ist sehr schwer. Aber was will man machen? Ja, mal schauen. Ich glaube, die wird sich noch was einfallen lassen. Leider kann ich durch deine Stummheit nicht hören, ob du mir zustimmst. Aber das muss ich nicht, denn ich weiß, wie intelligent du bist. Deswegen gehe ich nicht das Risiko ein, dass du mir dann beim Firmenwechsel abhaust. Okay, das sieht kompliziert aus. Brücke ist es nicht, hat diese... Ja, keine Ahnung, was ist. Es ist keine Brücke. Ich glaube, das waren diese Todeslaser, oder? Das heißt, wenn ich da reingehe, sterbe ich. Das lassen wir bitte mal. Ah ja, interessant, ich kann die auch so bauen. Okay, das sieht mir so aus, als müsste ich da... Kann ich da reinspringen schon? Boah, ich glaube schon, ja, ich kann. Ja, ich bin verbrannt, das passt leider schon. Leider kann ich durch deine Stummheit nicht so hören, ob du mir zustimmst. Ich glaube, das geht schon so. Ich labere jetzt einfach drüber, alles mir egal, weil ich... Ja, muss ja was kommentieren. So. Man muss jetzt einfach so aufprobieren, bis es funktioniert, Leute. Weil irgendwas muss man machen, ja. Denn ich weiß, wie intelligent du bist. Ja, jetzt hat's geklappt. Deswegen gehe ich nicht das Risiko ein, dass du mir dann beim Firmenwechsel abhaust. Aha. So, das war, glaube ich, schon mal gut. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch nicht gut. Scheiße. Okay, ich glaube, das war nicht so ganz gewollt. Ich glaube, ich kill mich nochmal kurz. ja. Leider kann ich durch deine Stummheit nicht hören, ob du mir zustimmst. Aber das muss ich nicht, denn ich weiß, wie intelligent du bist. Deswegen gehe ich nicht das Risiko ein, dass du mir dann beim Firmenwechsel abhaust. Gut, also das Ziel ist, den Cube hier rüber zu kriegen. Und da komme ich nicht durch, ne? Ne, das wäre auch ein bisschen zu einfach. Okay. Ach so, ich kann jetzt wahrscheinlich da durchgehen. Ah, ich bin doch dumm. So, genau. Trottel. Sorry, guys. Ich habe nicht dran gedacht. Jetzt die Frage, wenn ich es wegmache, sterbe ich dann? Ich probiere es einfach. Nein, okay, es funktioniert. Okay, cool. Ah, das schaltet das aus. Okay. Das heißt, der Trick bei dieser Aufgabe besteht darin, dass man... Was zum Teufel? Was war das? Besteht darin, dass man daran denkt, dass man durch diese Portale ja gehen kann. Und dann ist natürlich auch das vielleicht da, ja. Okay, ja, war ein bisschen dumm von mir. Tut mir leid an der Stelle. Ja, hätte man auch besser machen können. Au. Oh. Boah, ich bin fast in die Lava gelaufen, glaube ich. Okay, das gelbe Portal brauchen wir, ja. Holy. Das war so knapp, weil ich bin so zackig mit der Maus. Danke, irgendwie. Danke, dass du mir trotzdem bis jetzt gute Ergebnisse geliefert hast. Aber leider ist es jetzt vorbei. Aha, denkst du das? Ich denk nicht. So. Weißt du was? Diesen einen lasse ich dich noch machen. Okay, ich bin gespannt, ob wir dann später auch noch gegen diesen, keine Ahnung, KI-Roboter, was auch immer das ist, ob wir dagegen noch kämpfen müssen oder so, oder... Beim Portal ist es ja so, da muss man halt am Ende dann gegen GLaDOS kämpfen. Wow, Spoiler. Aber wer Portal noch nicht gespielt hat, der muss es noch machen, so.
Okay, wahrscheinlich müssen wir da irgendwie rüberkommen und dann... Nein, nicht so. Genau so, hier erstmal eine kleine Brücke bauen und dann darüber mit einer großen. Okay. Dann gibt man... Boah, was war das? Alter, das erschreckt. Naja, wie auch immer, ich versuche es nicht weiter. Ich kann dich auch hier drin eingesperrt lassen. Alter, die dreht übelst am Rad. Junge, hat mich das erschreckt. Ey, die rastet ja richtig aus. Chill out. Warte, komme ich da raus? Ich glaube, diesen Test kann man wahrscheinlich gar nicht schaffen, oder? Und man soll hier rauskommen, eher. Machen wir das doch mal. Blöder Glados abklatsch. Machen wir es fertig. Bleib stehen. Nö. Da sollst du nicht hin. Komm zurück. Ich finde es so geil. Okay. Aber wir müssen aufpassen, ne? Die macht hier sonst wieder ihren krassen Shit. Also irgendwelche Plattformen nach unten lassen, die uns erquetschen sollen oder so. Hm, muss jetzt nicht sein, glaube ich. Okay. Da können wir nicht rein, oder? Können wir da rein? Ich glaube nicht. Was ist das? Ah, das ist das gleiche Ding wie in Opposite Zeit, die Idee, dass man da so ein Wasserrohr aufmachen lässt. Das finde ich voll cool. Das ist mega die coole Design-Idee. Okay, also hier war irgendwie Fail. Dann wartet mal, ich gehe mal kurz nach oben. Aber ich kann doch da nicht rüberspringen, oder? Ja, da kann man nicht irgendwie sich ein Portal reinschießen oder so. Also wie gesagt, ich könnte den Cube holen, aber der bringt mir glaube ich nichts. Was mich verwirrt ist, dass hier halt ein Portal ist. Ups, hä? Achso. Was bringt mir das, dass da ein Portal ist? Ah, die Brücke, wartet. Kann ich doch. Ah, so geil. Cool. Boah, das war fies, das war richtig fies. Nicht schlecht. Jetzt muss ich die Brücke wieder wegmachen, damit ich da hinten komme. So. Boah, cool. Das war schwierig. Du hast sowieso wow. Keine Chance. Ich kann alle Ausgänge überwachen. Außerdem habe ich immer noch Zugriff auf allerlei funktionierende Technologie. Ja, das bringt dir halt nichts. Hahaha, wir sind zu schlau für dich. Glas verarsche. Wir machen dich fertig. Okay, die Ventilatoren sind alle zu. Das ist ganz nett. Okay, das ist cool. Jetzt muss man so ein bisschen kombiniert denken. Also die Tests mit diesen äußeren Kammern. Das mag ich. Also es ist eine coole Sache, so wie gerade, dass du daran denkst, ich brauch die Brücke da noch und so. Hier darfst du nicht lang. Der Hauptgeneratorraum hier ist für dich nicht zugänglich. Okay. Gut, wir können jetzt ein Portal reinschießen, ne? Okay, die macht jetzt alle Barrieren rot, dass wir da nicht durchkommen. Naja, schauen wir mal, wie viel ihr das bringen wird. Denn wir haben hier einen Schalter. Und der macht was? Was hat denn das gemacht? Nur diese Türe auf. Das kann nicht sein. Hat es... Ah, es hat hier irgendwas gemacht. Ja, okay. Jetzt können wir da rein. Cool, cool. Dann machen wir das doch mal. Bisschen fies versteckt. Aber ich habe es zum Glück gesehen. Okay, jetzt sollte vielleicht eher darüber gehen. Wartet. Machen wir mal da eins hin und da eins. So, mal schauen, was wir dann hier noch finden. Hier muss ja irgendwas sein. Oder vielleicht muss ich mich auch einfach da rein teleportieren. Du bist jetzt so richtig sneaky, überall so. Was? Achso, weil es auf dem Boden ist. Das ist mal ein bisschen kritisch. Aber es geht nicht anders gerade. Es geht nicht anders. Wie gesagt, das kann man auf dem Boden platzieren da. Mann, was soll ich machen? Ja. Es geht nur auf dem Boden. Ah,
Ach Mann, es geht nicht anders, wirklich. Also ich kann es nicht auf dem Boden, auf dem Boden platzieren, leider. Ich meine, da ist ja, also ihr seht es ja, ne? Das landet auf dem Boden, dieses Portal, diese Portalfläche. Ich muss doch aber bestimmt dahin, oder nicht? Ja, wo soll ich sonst hin, besser gesagt? Okay, wir könnten das blaue Portal so auf dem Boden platzieren, dass ich da ein bisschen Speed kriege und dann genau. Ha, sehr gut. Dann so dahin komme, dass ich ein bisschen hochkatapultiert werde. Genau. So. Okay. Also gefühlt müssten wir kurz vorm Finale sein, aber ich dachte, es kommen noch ein paar Weltkammern. Weil ich dachte, dass. Ich brauche hier. Oh ne, jetzt hat mich. Ich muss ganz zurücklaufen, um den Cube zu holen. Ah ne, hier ist einer. Okay, perfekt. Wie kriegen wir dich? Hallo, komm zu mir. Was ich sagen wollte, ich dachte, also man konnte sich am Anfang noch entscheiden, ne? Da gab es die Auswahl zwischen Rot und. Nicht Rot, aber ich. Zwischen Gelb und Blau. Und wir hatten uns ja für Blau entschieden. Oder Gelb, ich weiß es gar nicht mehr. Und wahrscheinlich wäre es dann egal gewesen, wohin gelaufen sind. Oder es geht noch weiter, ich weiß ja nicht. Also es kommt mir nur so rüber, als ob es jetzt das Finale ist, weil wir jetzt so wieder ausbrechen und so. Das muss natürlich nichts heißen, ne? Okay. Ah, hier ist ein Knopf. Okay, aber müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir da durchlaufen, könnte sie doch genau in dem Augenblick das Ding rot machen. Und dann war's das, oder? Oh, da ist der Ausgang. Okay, was ist los?